Xiaomi Redmi Note 10 oder Samsung Galaxy A52, viele von euch schwanken zwischen den beiden Handys. Ich kläre in diesem Video die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Merkmale der Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. In der Kategorie Design ist das Galaxy A52 mit 81:53 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: ist staub- und wasserdicht, 0,6 mm kürzer und 14 höhere IP-Schutzklasse. Das Redmi Note 10 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 10,2 Gramm leichter, 0,1 mm dünner, 0,6 mm schmaler und 1,6% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das Redmi Note 10 knapp mit 67:62 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 1% höhere Pixeldichte, 300 Nits heller und hat Saphirglas-Display. Das Galaxy A52 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 1,1% größere Bildschirmgröße, 2 neuere Versionen von Gorilla Glass und 1,5-fach bessere Bildwiederholungsrate. Leistung. Im Bereich Leistung sind beide Smartphones ebenbürtig mit 82 Punkten. Bei folgenden Punkten ist das Redmi Note 10 besser: 1 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite und 50 MHz schnellere GPU mit Turbospeed. Bei folgenden Punkten ist das Galaxy A52 überlegen: 5,5% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 128 GB mehr interner Speicher, 3 Nanometer kleinere Halbleitergröße und 1W niedrigere TDP Thermal Design Power. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das Galaxy A52 mit 74:71 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 43% mehr Megapixel der Hauptkamera, 2,5-fach mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, hat Laser-Autofokus und 12% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das Redmi Note 10 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat und eine Blitz-LED mehr. Audio. Beim Punkt Audio ist das Redmi Note 10 mit 87:62 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: hat ein Radio. Akku. Beim Punkt Akku gewinnt das Redmi Note 10 haarscharf mit 61:60 Punkten. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: 11,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften kommen beide Produkte auf 82 Punkte. Das Redmi Note 10 ist in folgenden Merkmalen überlegen: hat einen Infrarotsensor, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und hat einen Iris-Scanner. Das Galaxy A52 ist in folgenden Merkmalen besser: 33% schnellere Downloads, unterstützt NFC, unterstützt ANT+, und hat Bluetooth aptX. Ergebnis. Mit 73 Punkten liegt das Samsung Galaxy A52 in der Gesamtwertung knapp vor dem Xiaomi Redmi Note 10 mit 69 Punkten. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum.
Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.